So, kommen wir jetzt nochmal zu den Extensionsübungen im Stehen. Die Streckübung im Stehen sieht dann folgendermaßen aus. Die Finger werden auf die Wirbelsäule gelegt. Und da geht man nach hinten. Und eins. Das macht man 10-mal. Wer halt den Druck am Ende ein bisschen verstärken möchte, der kann ausatmen am Ende der Bewegung. Die Steigerung ist Extension an der Wand. Dabei werden die Ellbogen angelegt. Nicht zu hoch, nicht zu tief, sollten auch an der Wand bleiben, weil sonst ist das halt anstrengend. Darf keine Kraft erfordern, die Übung. Dann Füße, Hüft bis schulterbreit auseinander, nicht so stehen. Und dann geht man einfach nur mit dem Becken weit nach vorne. Einfach mit dem Becken weit nach vorne. Und auch hier sollte wieder der Effekt zutage treten, dass der Schmerz halt aus der Peripherie zur Wirbelsäule hinwandert, bis er schließlich verschwindet. Das dauert halt so seine Zeit. Er darf sich wiederum nicht ausbreiten, sobald er anfängt sich auszubreiten, der Schmerz immer weiter zu werden, dann ist sie nicht angemessen, die Übung dann abbrechen. Aber solange der Schmerz halt zur Wirbelsäule hinwandert und immer punktförmiger wird, darf es an der Wirbelsäule durchaus ein bisschen mehr wehtun. Gut, so viel dazu.